jeder muss wissen, warum der Zucker hoch ist, warum er viel ist, wie er der Hypochondrose aus ihnen predigen können. Er ihnen, wie sie ihn. Das ist ein Riesenunterschied. Nun habe ich auch noch einige Gedanken gemacht, dass der Anfang etwas prosaisch. Jede Blutzuckermessung, ich will das nur etwas relativieren, jede Blutzuckermessung, die Sinn macht, ist nicht so teuer. Aber jede, die keinen Sinn macht, werden Sie jetzt gleich sehen. Also was kostet das ein? Es ist nur interessant, was das kostet. Wenn einer 7-mal Blutzucker misst, das sind so zum Beispiel sehr gewissenhafte Typ 1-Diabetiker, als Arzt denkt man richtigerweise immer ans Individuum, nicht? Der Frau Kunz soll es gut gehen. Aber wenn man zum Beispiel über Kosten spricht, wird es natürlich interessanter, aber interessanter, eindrücklicher. Wenn alle Diabetiker der Schweiz, die aus 300.000 geschätzt werden, 4 Messungen machen pro Tag, dann sind das 440 Millionen im Jahr. Ein netter Betrag. Wenn Sie 2 machen, die Hälfte noch, und eine Messung pro Tag, alle Diabetiker sind immer noch 109 Millionen. Also wenn Sie eine Messung pro Diabetiker sparen würden, weil sie keinen Sinn macht, dann sind das relevante Zahlen nun. Längst nicht alle Diabetiker machen Blutzuckermessungen, deshalb ist die effektive Zahl natürlich geringer. Ich zeige das nur, um Ihnen klar zu machen. Wie Sie sehen, werden sehr dafür, dass sinnvolle Messungen auch gemacht werden. Also, wir wissen zurzeit nicht, wie viele eigentlich sinnvolle Messungen nicht gemacht werden. Wissen wir nicht. Ja, Sie kriegen das ja als Manuskript. In dem Fall morgen, ich merke gar, nein, das ist ja nicht, das ist in der Mappe drin. Also alles, was ich jetzt erzähle, nicht ganz alles. Es gibt einige Dinge im Vortrag, die da nicht drin sind, zum Beispiel. Also, wenn Sie wissen wollen, ist mein Patient mit Metformin und Diamikron vernünftig eingestellt, weil Sie haben zum Beispiel HB1C von 7,5, 7,7, Sie sagen, das ist nicht so gut, dann müssen Sie also ein paar Tagesprofile machen, um rational zu entscheiden, wo liegt das Problem. Liegt es am Morgen, liegt es am Abend, liegt es zwischendurch. Also bevor Sie, und wenn Sie dann eine Therapieanpassung machen, dann machen Sie das wieder und schauen, was ist besser geworden. Vielleicht schlechter. Dann eine Verhaltensänderung. Also, wenn ein Patient eben gut geschult ist und merkt, ja halt mal, ich habe Gewichtsprobleme und jeden Abend steigt mein Blutzucker um 4 Millimol von vor dem Nachtessen bis nachher, dann kann das eventuell eine Verhaltensänderung auslösen, indem er die Kohlenhydratzufuhr zum Beispiel etwas reduziert dort. Oder dass er Sport treibt. Oder dass er Velo fährt, etc. Also dann hat das natürlich auch einen Sinn, dass man vorher sagt, wir stehen da und da, jetzt machen wir das und das und schauen, wie es nachher ist. Die Sicherheit, auf das werde ich noch zurückkommen, die spielt natürlich auch eine Rolle. Und das ist eben wichtig, dass man dem Patienten nicht nur einfach sagt, du sollst. Warum wissen Sie das? Das ist ja ein völliger Unsinn, sondern dass man versucht herauszufinden, warum wir das machen. Eventuell ist eine Hypoangst darin. Zum Beispiel die Patienten, die am Abend vor dem Bett gehen, immer messen. Obwohl es vielleicht auf die sogenannte Qualität der Einstellung bezüglich Blutzucker keinen Einfluss hat.
aber es ist für sie lebenswichtig, weil sie panische Angst haben, wenn sie nicht wissen, aha, ich habe einen Zucker von 7, 8 oder 9, das ist dann individuell, ich kann ruhig schlafen. Was ist für Einzel? Wie sie hier steht. Und da anheben, wenn noch mehr ist, habe ich auch schon gesagt, bei tiefen Werten. Nur wenn die neue orale Antidiabetika haben im klassischen Fall heute sehr oft nur morgens Metformin und zum Beispiel Diametron, dann spielt dieser Abendzucker überhaupt gar keine Rolle. Er hat seine Medikamente geschluckt. Ob dieser Abendzucker jetzt 7, 8 oder 20 ist, ist eigentlich irrelevant. Das ändert überhaupt gar nichts. Er wird nichts ändern. Und deshalb ist eben bei den oralen Formen immer sehr wohl zu überlegen, was diese Messungen eigentlich bedeuten. Weil sie eben, jetzt geht es um unmittelbare Konsequenzen. Natürlich, wenn er orale Medikamente hat, und immer sehr hohe Zucker im Tagesprofil, dann immer generell etwas. Anzahl sinnvoller Messungen ist erhöht bei Diagnosestellung. Das ist meine Meinung, wenn wir sie neu diagnostizieren, einen Diabetes beim betroffenen Menschen, habe ich heute gelernt, von Diabetes betroffenen Menschen, dann bin ich persönlich sehr überzeugt, dass er häufig Blutzucker messen soll, wenn er damit einverstanden ist, ganz einfach um die Erfahrung zu sammeln, was passiert da überhaupt. Wenn ich esse, wenn ich mich bewege, wenn ich zu viel Kartoffelstock esse und so, nichts ist. Man kann mit nichts mehr lernen als mit dieser Selbsterfahrung, oder? Oder was bedeutet das, wenn ich
Blutzucker messen und etwas gute Gründe haben. Und andere brauchen es nicht, wo wir sagen müssen, der müsste viel mehr messen. Es gibt sogar Typ 1, die gut eingestellt sind, die tagelang keinen einzigen Blutzucker messen. Aber das ist nur bei ganz bestimmten so und bei anderen gar nicht. Also, das ist auch wichtig. Immer individuell. Nun, die Sinnvolligkeit einer Wortschöpfung von mir gibt ja das Wörterbuch des Unmenschen. Vielleicht könnte man das dort eintragen, aber in diesem Zusammenhang hat die irgendwie Freude daran. Die Sinnvolligkeit per se. Wie weiß man jetzt, ob etwas sinnvoll ist oder nicht bezüglich Blutzuckermessung? Das können Sie nur in einem Gespräch mit dem Patienten erfassen. Das können Sie nicht nachlesen. Ja, Patientenarzt müssen jede Messung begründen können. Das ist ein wunderbares Experiment mit dem Patienten. Sagen Sie mal, Sie werden jetzt das gleich noch einmal sehen. Gut, es gibt natürlich gewisse Richtlinien, Abhängigkeit von der Therapie, also die Sinnvolligkeit per se ist natürlich schon auch von der Therapie abhängig. Wenn Sie Basis-Bolus klassischerweise dreimal pro Jahr das Insulin, einmal langwirksames oder zweimal, dann werden Sie sicher bei denen, die dann die Insulindosis auch anpassen, natürlich nur. Dann sind vier Injektionen, Messungen natürlich sinnvoll. Wenn Sie morgens und abends bei Typ 2 nur basal oder Mischinsulin reicht meistens 2 und bei Bedtime eben zum Beispiel wegen dem Hypoangst oder Bedtime, ich habe einen Zucker normalerweise von sagen wir mal 7 bis 10, aber heute ist der 14 aus irgendeinem Grund, dann spritze ich etwas mehr Bedtime-Insulin, dann macht das natürlich 10. Nur bei zweimal Misch- oder Basalinsulin sind auch Messpausen von 1, 2, 3 oder 4 Wochen ohne weiteres möglich, wie wir sehen werden. Das hat auch keinen Sinn, jedem zu sagen, Sie spritzen jetzt zweimal Mischinsulin, Sie müssen Ihr Leben lang mindestens zweimal Blutzucker messen. Das gilt zwar für viele, aber nicht für alle. Oder bei Bedtime dasselbe. Was ich immer gemacht habe, ich habe die Patienten je nach Situation alle 3-4 Monate gesehen. Immer mindestens 3 bis 4, je nach Patient, maximum 5 Tagesprofile in der Woche vor der Visite. Das ist etwas Wunderbares. Thank you.
Das ist ein guter Grund, nicht? Auch das Problem. Das ist nur zu tief, aber das muss man ganz ernst nehmen. Dann natürlich auch der Ausschuss, man könnte der Lykosein, ich bin nicht sicher, das ist ja logisch, dass er vermessen soll. Vor Autofahren ein Spezialthema. Vor Autofahren müssen die Leute mit Insulinsekretagogen, sprich Sulfonylhaltstoff und Griniden oder mit Insulin, müssen messen. Das ist jetzt heute ein Mast. Weil wenn Sie einen Unfall haben und keine Messung nachweisen können, haben Sie noch mehr Probleme, als Sie sowieso kriegen. Nach längerer körperlicher Aktivität kann das auch sehr sinnvoll sein. Sünden, das ist dann mehr für die Selbsterfahrung, dass man plötzlich merkt, man, dass das eigentlich gar keine Sünde ist. Nicht? Wenn Sie einen Löffel Zucker in den Tee tun, nennen Sie den Zucker ja nicht so. Obwohl wir 40 Jahre haben einen Patienten Heftpflaster durchs Mund geklebt haben und daneben war eine Zuckerdosis, oder? Obwohl das mit kleinen Mengen überhaupt keinen Einfluss hat. Also die Sünde muss ja nicht immer negativ sein. Dann bei Krankheit ein spezielles Thema, kann ich jetzt nicht eingehen, dort wird natürlich dann die Messung, die Kontrolle sehr wichtig. Weniger ist mehr, jetzt komme ich auf ein paar interessante Situationen, Messungen, die reine Gewohnheit sind, man misst einfach, man hat mal angefangen, oder auch die Messsucht, die gibt es, die ist ganz spannend. Dann das Umgekehrte, die Messpause bei Insulintherapie, auch das gibt es, da sehen wir, was das sein wird. Gut, das ist ein Patient von mir, also war ein Patient von mir, Typ 2, seit 14 Jahren, normalgewichtig, gut eingestellt, Dialytron-Glucophage. Da sehen Sie auch, dass man mit den bisherigen Medikamenten viele Patienten tabulos einstellen kann natürlich. Das kostet einen Nachteil, das ist sehr billig und sehr effektiv. Er hat sich relativ viel bewegt, Anzahl Messungen, einmal täglich, meist nüchtern, das ist jetzt der Punkt. Alle diese Werte im Büchlein waren 5,7 bis 6,2, aber jeden Tag gemessen vor dem Frühstück. Hin und wieder in speziellen Situationen, Tagesprofil, alle 2 bis 4 Wochen. Ja, er hatte orale Antidiabetika und dann habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, Herr B., warum messen Sie eigentlich jeden Morgen einen Zucker, der zwischen 5,2 und 6,2 ist und Sie sind so gut eingestellt, besser geht es gar nicht. Da sagt er, also bringt Ihnen diese Messung etwas? Diese Frage offen genug. Nein, eigentlich nicht. Ist noch eine Gewohnheit, als die Nüchternglucose höher war, also bei der Diagnose, dann mit seinem Glucophagen in die Richtung. Da habe ich gesagt, hören Sie doch auf damit, was hat er gemacht. Und ein Jahr später, was haben wir eins sehen, genau gleich. Spezielle Situation war, das war ein verrückter Skifahrer, hat er das mal nachkontrolliert, das war auch sinnvoll. Aber eben das wäre jetzt eine reine Gewohnheit, ohne jede Konsequenz. Messsucht, das ist ganz spannend. Eine 43-jährige Patientin, damals seit 4 Jahren Diabetes und so weiter, Starlix, 320 Milligramm, hochinteressantes Medikament für ganz milde Diabetes, Glucophage, habe ein C6,0, keine Hypos, weil diese Starlix wird ja nur 2-3 Stunden. Die machen dann praktisch keine Hypos, wenn sie es nur zum Essen nehmen. Aber das so hat sie gemessen bei einem HB1C von 6,0. Jeden Morgen, tagsüber bis 4-5 Mal. Sie hat noch etwas Interessantes mindestens gemacht. Sie hat nämlich gelegentlich beim Zucker, obwohl sie fand, der ist etwas hoch, hat sie dann ein zweites Glucophage, oder da war etwas hoch, hat sie ein zweites Glucophage genommen. Warum wurde man wieder sehr gut? Aber da kann man auch sagen, diese Messung hat in dem Sinn einen Sinn, das ist sehr selten, habe ich sehr selten gesehen, dass jemand dann mit dieser oralen Therapie da Konsequenzen zieht. Ich habe ihr dann vorgeschlagen, sie soll es einfach ohne Messung drücken.
habe sie gefragt, warum messen sie so häufig? Antwort, was bringt das so häufig gemessen? Ich habe mir angewöhnt, ich finde es interessant, dass ja eine Anführung etwas sehr Positives. Die Neugier, haben Sie sicher darüber gesprochen im Job, im Workshop. Es interessiert mich, wenn man so kriegt. Das wäre ja in anderen Situationen, würde man sagen, wunderbar. Und da kann man sagen, wenn er immer so hoch ist, so what, finden Sie, ist eine Sucht, hat sie dann selbst gesagt. Ich bin heimsüchtig, ich bin messen, am liebsten zehnmal im Tag. Später hat große Mühe, weniger zu messen, aber es ist gegangen. Manchmal hat sie dann nach einem Messen nochmals messen müssen. Also ich muss wissen, was jetzt passiert ist. Aber sie hat viel, viel weniger gemessen und war natürlich genau gleich gut eingestellt. Dann noch die Messpause bei Insulintherapie. 73-Jähriger, seit 9 Jahren Diabetes. Knapp, also normalgewichtig. Heute übrigens ein hochinteressanter Artikel, oder gestern in der Sonntagszeitung. Man hat es auch gemerkt, dass dieser Unsinn mit dem BMI von 25 vielleicht doch etwas übertrieben ist. Ich sage es deshalb, oder? Glutril hat er gehabt, Glucophage und zweimal Insulin, 6,7 HbA1c, praktisch keine Hypos, das ist ganz entscheidend für das, was jetzt kommt. Stabiler Lebenswandel etc. Sie sehen, das wollte ich Ihnen jetzt einfach zeigen. So kam er zu mir. Wir waren eben mal. Wir waren mal mit seinen Haudegen zusammen. Und hier bei Breiten, das ist auch sehr interessant, da haben wir das Basalinsulin sogar erst nach dem Breiten gespritzt. Weil ich eine panische Angst hatte, er könnte mal ein Hypo machen auf dem Pferd. Aber das ist jetzt eine Nebenbemerkung. So, hier sehen Sie vor dem Arztbesuch, misst er dann einige Tagesprofile, sodass wir sofort sagen könnten, das oder jenes könnte man anders machen. Sie sehen das hier ausgewertet. Morgen, Mittag und dann gegen Abend. Absolut befriedigend für dieses Alter. Und hier der Abschnitt, der ist aber gewohnt. Das ist, weil er mindestens 3-4 Mal reiten ging am Morgen. Und ich gesagt habe, lieber ein Zucker von 9 als einen einzigen Sturz mit Tetra oder Hemiplegie. Weiter. Ja, das ist eben diese Anzahl. Messen werden 2 bis 3 keine Messen, also spezielle Situationen, Tagesprofil für Arztbesuch etc. Er selbst war so total zufrieden, nicht wahr? Weil er gesagt hat, ich habe da keine Angst oder so. Natürlich bei nicht bei jedem Patienten, so, das meine ich jetzt mit individuell. Für ihn war das absolut problemlos. Also das Problem wäre gewesen, ein Arzt, der gesagt, Sie müssen jeden Tag 4 mal Blutzucker messen, sonst sterben Sie, oder? So, und jetzt auch das gibt's. Wir sind rechtzeitig am Ende. Ja. Das ist nicht schlecht, oder? War sehr gut kommentiert. Nach zügigem Laufen da, oder? Also das ist das ganz Positive daran. Er hat absolut analysiert, nicht wahr, was er macht und dann ist, oder, das kann ich ohne Brille dann nicht lesen. Nach 35 Minuten schwimmen, also nicht ganz gut. Und da hat er nicht gemessen, meine unterwegs waren. Da hat sich da entschuldigt. Abwesend, sorry. Okay, da, also mit diesem Herrn habe ich da war natürlich ein ganz spannender Fall, der kam nämlich mit einer Facialisparese in einem Kantonsspital mit einem HbA1c von 14. Und die Großmutter hat ihm schon seit 3 Jahren gesagt, du hast Diabetes, wenn jemand so wieder auf die Toilette muss, hat er Diabetes. Und er hat es total verdrängt, bis der Blutwinkel unten ging. Dann hat man ihn behandelt mit Insulin, mit Abnehmen. Das ist ja spannend, das ist
4, maximum 5 Monate nach der Diagnosestellung mit Zucker zwischen 20 und 30 Millimol. Und er hat da bis kurz vorher noch Insulin gehabt, das konnte man dann auch noch absetzen. Allerdings hat er über 20 Kilo abgenommen und ist jeden Tag bei einem Warner, für die, die das kennen, von innen da nach Warns gerannt oder schnell gewogt, nach ohne Stöcke und mit dem Postauto zurück. Das ist insofern auch interessant und er war natürlich noch völlig in dieser Phase mental, wo er eben ganz weit oben war. Und da konnte man ihm oder musste man ihm dann sagen, das ist jetzt nicht mehr unbedingt nötig, ohne Therapie. Also auch das gibt es, und jetzt bin ich glaube ich fertig, Gespräch und Diskussion. Patient und Arzt müssen Sinn und Konsequenz aller DZ-Selbstmessung klar formulieren können. Ich weiß nicht, was schwieriger ist für den Patienten oder für den Arzt, aber ich finde es wichtig, dass der Patient das kann. Wenn der Arzt das nicht kann, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, ich glaube, das war das Letzte. Ja. Also, dann wünsche ich einen schönen Abend. Und die Domizil, die kein Privat braucht, die sollten jetzt dann diese Station da unten.